Hallo, meine lieben Freunde, also zu einer weiteren Folge dem Spiel halt mit den Razer Games und euch den Leuten und in der letzten Folge haben wir da irgendwas gemacht. Es ist jetzt nach meinem Urlaub wieder, also jetzt nehme ich wieder fleißig auf hier für euch und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt keine richtige Ahnung, was wir so geht da rum. Hallo, es geht auch da. Scheiße. Ja. Und pam. So, jetzt hauen wir den mal hier runter. Genau so muss das. So, und ich weiß gar nicht, ich weiß, glaube ich, nur, dass ich in der letzten Folge ein bisschen rumgeraged habe, oder? Kann ich da runter in dieses Blumending? Genau, das kann ich. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich hier nicht genau in so jemanden hier laufe. So, jetzt Moment. Jetzt sind wir nicht gleich hier mal rein. Genau. Jetzt nehmen wir gleich hier mal eben auf, weil wir dürfen ihn nicht runterschmeißen. Das war ein riesiges Problem, glaube ich. So, und jetzt sind wir hier ohne Deckung. Das ist sehr unschlau, sag ich mal. Aber das schaffen wir schon. Was ist denn der Typ? Herzrasen. Alter, von ganz da hinten. Alter, von ganz dort. Das könnte jetzt ein Problem werden. Oh, okay. Gab zwar keinen Sound, aber er ist tot. So, jetzt nehmen wir auch mal eben die Leiche hier auf. Erbeuten ist leider keine Zeit. Der sieht uns hoffentlich nicht. Fuck. Weg, 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 weg. Okay. Fuck, fuck, fuck. Wenn die einer einen Alarm auslöst, haben wir ein richtiges Problem. Leute, was ist das denn gerade bitte? So. Okay. So, jetzt hier, komm. Bam. Okay. Da hinten ist noch jemand. Komm, den stoßen wir runter. Da freut sich der Razer. So, jetzt holen wir ihn mal fort. Oh. Hallo. So. Jetzt hat gerade jemand auf mich geschossen. Das fand ich jetzt aber nicht so nett. Ich glaube, das war der da hinten. Jetzt, wie kann ich nochmal Waffen? Ah, guck mal. Ach, wir haben aber keine. Oh Mann, wir haben keine. Ah, Wechsel auf die Dinger, auf die Säbel. Ich hab die doch noch, oder? Okay, ich hab die noch. Ansonsten machen wir nämlich. Ich möchte mir hier keinen Hackback machen dieses Mal. So. Nicht der Alarm, nicht der Alarm. Okay. Wie kann ich denn. Okay. So, komm. So. Fuck, fuck, fuck. Sabotieren. So. Jetzt ist eine Glocke weg und es ist nur eine Glocke da. Das Problem ist, wenn jetzt einer die Leichen findet, dann haben wir hier ein großes Problem. Weil wir andererseits auch einfach so machen können. Würde natürlich auch funktionieren. Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage
ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben ist. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. Getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen, ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Ich brauche einen Schnaps. So, Mission beendet. Wir bitten um Parley. Ja, komm, diese Bonus hier, die kannst du. Weißt du, ist mir egal. So, ich jetzt noch im Feindgebiet oder habe ich jetzt gleich. Ich bin noch im Feindgebiet, okay. Das heißt, wir machen uns jetzt einfach schnellstmöglich hier rum um Acker, würde ich mal sagen. Weißt du, da machen wir gar nicht lange rum und springen ja einfach eben runter. So. Was denn? Fuck. Ja, komm, warte mal, ich flüchte mal eben. Genau aus dem Grund. Fuck. Egal, hier unten kriegen die mich nicht. Aua. Ich glaube, so weit weg rennen die nicht, oder? Vor allem springen die da nicht runter, weil die die sichere Variante nehmen. So, jetzt sind sie losgeworden. Okay, alles klar. Hey. Oh, kann die Passanten nicht angreifen. Naja, egal, wir gehen auf die Map, hier, Map. Hier ist nächste Mission. Da gehen wir einfach mal hin, würde ich sagen. So. Hier durch. Kein Problem. Okay, warte mal. Ja, komm, da wird es ja wohl hochkommen. Kommst überall hoch, Edward. So, es sind auch noch 100 Meter. Das ist irgendwie in dem Spiel nix. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Das ist irgendwie so. Und trotzdem denkt man so, das ist maßstabsgetreu. Ach, irgendwie ganz komisch. Aber wäre ich auch in richtigen Meter nix. So, 100 Meter. Gut, kommt auf an, jetzt natürlich bei was. Wenn jetzt natürlich beim Schwimmen, dann ist immer wieder was anderes, als wenn du natürlich läufst. Ne, das ist, muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Und mit, glaube ich, meine ich, muss man unterscheiden. So, wir klettern hier nicht hoch, wir sind Edward. Hallo, ich komme auch von ganz anders, hier auf dem Zaun. Hallo. Ja, Mission starten. So. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Ei. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Alles klar. Wir machen mit einer. Ach so, das sind optionale Kacke. Wir erreichen erstmal, würde ich sagen. Pulverfässer stehen. Alles klar. Jetzt wird nämlich hier Silvester, sage ich mal. Wo kommt man her? Wieso? Hä? 7 Meter unter uns. Das heißt. Ich bin hier im Sperrgebiet, heißt das. Okay, das ist, Mission mit Köpfchen. Wieso haben wir hier eigentlich keine Schlafpfeile?
Häng dich mal hier dran. Oder auch nicht. Naja. Jetzt häng dich doch mal da dran. Ja, das ist ja überhaupt nicht auffällig. Okay. Hallo. Okay. So. Kein Problem. So. Das war jetzt überhaupt nicht laut oder so. Okay. Ach so, wir müssen halten. Lalala. Okay. Kommt da gleich jemand? Ich glaube nicht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich ganz gechillt hier rauslaufen. Oh fuck. Oh fuck. Ach, was machen sie für Bullshit? Ach man. Oh, 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 oh. Okay, wir klettern hier mal eben. Ja, ja. Finden mich hier oben sowieso nicht. Mal hier rausrennen. So, und jetzt sind wir irgendwo hin, wo. Oder so, okay. Oh, warte mal, die. Jetzt suchen sie da hinten. Welchen ist Adlerauge mit Steuerung? Mann, ich habe lange nicht mehr gezockt. Echt slick? Ah, nee, ah, ist völliger Quatsch. Fuck, wie geht denn das? Ich dachte eigentlich Y oder C. Nee, C ist aber das anderes. Mit Q? Nee, okay. Ja, aber mit Faust kämpfen möchte ich nicht. So. Das ist ein versteckte Klingenschwerter. Schwerter sind die Dinger. Genau, versteckte Klingen. Ach, das sind... Ah, okay. Alles klar. So, ich fühle mich gerade wieder, wie als ob ich gerade wieder in den Anfangsstunden wäre. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Ich werde aber... Oh, verdammt. Hallo. Ich gucke mir hier... Ich gucke mich hier nur um. So. Was denn? Oh, verdammt. So, okay. Alles klar. Wir gehen mal eben hier rein. Da hinten ist auch schon eine Wache. Und da hinten am Wasser ja auch. Gibt es Adlerauge, Mann. Komm, dreh dich mal. Okay. Und ja, den Schuss, glaube ich. Nee, den Schuss mal nicht runter. Oh, verdammt, das sind Wachen. So. Die schalten wir noch aus, oder? Hier einfach so, genau. So, du hast nichts gesehen. War ja überhaupt nicht auffällig. Wieso läuft denn so bescheuert? Will mich verarschen? So. Der wurde... Wurde der aufgespießt? What the fuck? Okay. Aber hier sind auch schon die Pulverfässer. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so viel morden. Vielleicht können wir hier eine Attentat machen. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Komm, go, 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 go. Oh, verdammt. Alter. Okay, warte mal eben. Ich muss hier weg. Oh, fuck.
Scheiße. So, einmal weg hier. Ah. Oh, verdammt. Die springen aber nicht runter, glaube ich. Das ist ziemlich vorteilhaft, dass die mir nicht hinterher springen. Was ja auch irgendwie sinnvoll ist, aber so aus Sicht der Wachen. Was ist das denn hier? Hm, okay, waren gerade Schwäne. Das ist ja ganz neu. So. Nur noch ein paar Mal. Jetzt nur noch mal ein paar stehlen, ein paar Pulverfässer. War genau, och Mann. Oh fuck. Ja, ja. Scheiße. Oh Mann. Weißt du, wieso ist denn das Sperrgebiet? Egal. Sind wir gleich sowieso los. Versteckt man es mal eben hier drin. Darf wieder irgendwo ein Schaunt, ich weiß. Aber hatte ich gerade keine Zeit zu. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Meter vor uns. Dem gebe ich zu, das ist natürlich die Wache nach mir, aber ist mir jetzt egal. Ich renne jetzt einfach durch. Dann wird das schon klappen. Oh fuck, warte, vielleicht nicht gerade hier durch, wo die ganzen Leute sind. Truhe, Truhe, Pupue, du bist hier. Guck mal. Ach, ist ja auch nicht auch noch ein Pulverfass. Aha. Fragt mich nicht. So. Ach, guck mal. Sogar ganz gute Sachen. So, jetzt hier haben wir noch ein paar Meter vor uns. Warte mal. Ich weiß gar nicht. Also hier wird mir Meter angezeigt, hier aber nicht. Oder was? Wo ist denn das? Ach, egal. Wo ist denn das mit... Ah, Mann, ich kann nicht mehr reden. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht einmal ins Sperrgebiet rennen. Weil ich glaube, irgendwie joggen ist nicht so die gute Ausrede. Das sind aber auch nochmal nur noch 30 Meter. Ich muss mal eben schauen, wie aktiviere ich denn bitte das Adlerauge? Scheiße. Oh oh. Fuck. Oh oh. Scheiße. Egal, wir machen die fertig. Komm. Okay. Was? Okay, jetzt haben wir sie. Mensch, das Schild. Geht das? Nee, okay, irgendwie nicht. Scheiße. Oh oh. Sollte fliehen. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ja, komm, komm, ist in Ordnung. Weg, 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 weg. Okay, jetzt haben wir wieder volles Leben. Jetzt können wir vielleicht mal einen Kill machen. Oh, können wir leider nicht. Verdammt. Aber diese menschlichen Schilder sind eigentlich extrem gut. Weil du damit irgendwie... Ja, genau. Scheiße. Oh Mann. Na gut, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es weiter mit Assassin's Creed 4. Ja, nee, nichts M. Ja, die Folgen sind gerade ein bisschen kürzer. Irgendwie habe ich gerade nicht so viel Bock auf das Spiel, muss ich ehrlich gestehen. Aber gut, ich werde das jetzt durchziehen noch auf jeden Fall. Was überhaupt keinen Sinn macht, wenn die Folgen kürzer sind, weil dann muss ich es ja trotzdem durchspielen. Ach komm, egal. Wir sehen uns auf jeden Fall in der weiteren Folge von Assassin's Creed 4. Bis dahin. Haut rein, mach's gut. Ciao.